von Diana Sierpinski bei der Löwe-Parade in Duisburg am 24. Juli 2010 starben 21 Menschen, zu Tode gequetscht im Gedränge einer Massenpanik. Bis heute ist die Schuldfrage nicht geklärt. Vor Gericht musste sich bisher niemand verantworten, zumindest nicht in einem großen Strafprozess, es gab lediglich einige kleine Zivilprozesse. 7 Jahre später kommt es nun zu einem der größten Prozesse der deutschen Nachkriegsgeschichte. Grund sind die vielen Beteiligten und eine fast unüberschaubare Menge an Beweismitteln und Zeugenaussagen. Was ist am 24. Juli 2010 passiert? Hunderttausende wollen auf der Duisburger Löwe-Parade feiern. Auf das Festivalgelände kommen die vorwiegend jungen Techno-Fans ausschließlich über den 400 Meter langen und knapp 18 Meter breiten Karl-Lehr-Tunnel. An einer Engstelle kurz vor dem Tunnel bildet sich ein Stau, Besucherströme werden fehlgeleitet und Gitter nicht geöffnet. Menschen geraten in Panik. Am Ende sind 21 tot und mehr als 650 verletzt. Tausende Menschen werden traumatisiert. Viele von ihnen leiden bis heute körperlich und seelisch unter den Folgen. Die Opfer stammen aus Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Italien, Australien und China. Wer sind die Beschuldigten? Es gibt 10 Angeklagte, davon 6 Mitarbeiter der Stadt und 4 Mitarbeiter des Veranstalters Lopafend, wie Gerichtssprecher Matthias Breitenstein n-tv.de bestätigt. Laut Anklage haben sie Fehler bei der Planung und Genehmigung der Löwe-Parade 2010 begangen. Sie müssen sich unter anderem wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Worauf stützt sich die Staatsanwaltschaft? Auf 2 Gutachten, zum einen auf das Gutachten von Professor Jürgen Gerlach, das laut Breitenstein eine wichtigere Rolle spielen wird. Der Professor für Straßenverkehrsplanung und Technik kommt in seiner 2000 Seiten umfassenden Expertise zu dem Schluss, dass die Katastrophe deutlich schlimmer hätte enden können, wenn so viele Techno-Fans gekommen wären, wie der Veranstalter es geplant hatte. Laut Gerlach kamen bis zum späten Nachmittag 107.000 bis 118.000 Menschen auf das Festivalgelände. Der Veranstalter hatte mit mehr als doppelt so vielen Besuchern geplant. Laut Gerlachs Gutachten hätten aber maximal 50.000 Menschen die Veranstaltungsfläche ohne die Gefahr von Rückstaus nutzen können. Zum anderen stützt sich die Anklage auf das Gutachten des Panikforschers Keith Still. Der Brite gilt als Experte für das Verhalten von Menschenmassen. Im Dezember 2011 lieferte er eine erste Expertise ab. Diese enthielt allerdings gravierende Mängel und wurde seitdem mehrfach nachgebessert. Warum kommt es erst 7 Jahre später zum Prozess? Dass es zu einem Prozess kommen würde, stand erst nach einem juristischen Hürdenlauf fest. Die Staatsanwaltschaft Duisburg hatte zwar direkt nach dem Unglück Ermittlungen aufgenommen. 96 Polizisten